Hallihallo, meine Lieben, und herzlich willkommen zurück zu Batman Arkham Asylum. Ja, ich weiß zwar nicht, was genau das hier sollte, aber nun ja, gut. Kehren wir zurück und folgen endlich diesen Spuren wieder. Na, du bist aber hartnäckig, Bats. Immer einen Schritt voraus. Es dauert nicht lange, bis ich eine Armee von Titanmonstern befehlige. Stellt euch nur vor, wie ich durch die Straßen getragen werde und über die Leichen der unschuldigen Bürger steige. Es wird herrlich werden. Ich kann's nicht erwarten. Ich hatte hier die Fingerabdrücke. Aber dann irgendwie nicht mehr. Ah, jetzt gehen sie hier weiter, okay. Hier ist auch sonst keine Tür mehr. Du musst damit aufhören, bevor es zu weit geht. Toll. So fängst du mich nie! Ich sehe doch jetzt schon von hier aus... Ich muss einen Weg durch dieses Chaos finden. Ja, ich sehe ja auch schon... Huchala. So simpel, so simpel. Mein Umhang ist voll zerstört, ey. Das riecht mich voll auf. Ja gut. Geht nur da lang. Ich weiß ja nicht, wo ich hier bin. Okay. Aber ich lasse den mal auf. Ach du Scheiße, was ist das denn? Oh, das hast du gefunden. Tut mir leid, eine Herausforderung war das nicht. Mir lief nur die Zeit weg. Hier. Und einmal runter. Okay. Dann. Schaffe ich den Sprung? Wo muss ich denn hin, genau? Ich hoffe, das war richtig. Hilf mir! Antwort ihm! Bitte, hör auf! Ich hab dir gesagt, was du wissen wolltest. Hallo. Ich.
Geht's dir gut? Sehe ich gut aus? Sie wollten mich töten. Wir versteckten uns gerade im Vogelhaus. Und dann kamen sie mit Joker rein, schossen um sich und verfrachteten uns in Käfige. Sind sie immer noch drin? Keiner ist seitdem rausgekommen. Du musst ihnen helfen. Bleib hier. Befreie die im Vogelhaus, bla bla bla. Ja, Vogelhaus. Die Frage ist nur, wo ist das Vogelhaus? Ah. Hier lang, richtig? Nö. Hier lang, richtig? Ja. Oh, da haben wir noch was. Pamela, ich habe, was du wolltest. Gefällt sie dir? Oh ja, Steven, ich finde sie toll. Was für eine wunderschöne Blume. Darf ich sie behalten? Oh nein, Pamela, das geht nicht. Das ist gegen die Regeln. Aber ich bringe sie immer mit, wenn ich dich besuche. Aber ich bin Steven. Ich fühle mich so einsam, so allein. Du willst doch nicht, dass ich einsam bin, oder? Nein, natürlich nicht. Behalt sie, aber keiner darf sie sehen. Wirklich keiner. Du kannst mir vertrauen, Steven. Danke. Und jetzt gib mir einen Kuss. Ich kann nicht. Wenn das die anderen sehen. Niemand beobachtet uns. Was ist los mit dir? Liebst du mich nicht? Nenn mich Ivy. Natürlich liebe ich dich. Hat die den voll umgepolt hier? Mein Gott, ey. Die Waffen einer Frau. Immer wieder neu. Zu entdecken, wa? Helf mir! Hilfe! Holt mich hier raus! Hör zu! Die Fledermaus kommt. Wenn du sie siehst, schick die nervenden Ärzte zur Hölle! So heißt doch das Ding da unten, oder? Ja, mit denen geht's bergab. Gut, und denk dran, wenn du hörst, dass eine Manschette Alarm auslöst, ist Batman hier. Okay. Jokers Männer tragen alle Sicherheitsbänder. Ich muss zuerst den ausschalten, der sie bedient. Welcher ist das? Batman sollte sich besser nicht mit uns anlegen. Den da, der da oben, oder? Ach du Scheiße. Den ausschalten, der sie bedient. Das müsste dann der da oben sein. Ja, wie mache ich das denn? Hä? Oh, warte mal. Ha. So geht das auch. Okay. Ich glaube, ich muss nach ganz, ganz oben. Moment mal. Joker will, dass er gestoppt wird. Ich kümmere mich drum. Ach, mein Gott. Ach, ich werd gesehen. Wo ist Dr. Kellerman? Woher soll ich das wissen? Es erscheint fahrlässig, dass Sie ihn verloren haben. Ich habe keine Zeit für Ihre Spiele, Miss Eisley. Sagen Sie mir, wo Sie ihn haben. Wir haben Sicherheitsbänder von gestern Abend, die Sie und er Ihre Zelle verlassen. Und? Soll ich es buchstabieren? Wir wissen, dass Sie ihn hypnotisiert haben oder was Sie auch immer tun. Wir wissen, dass er Sie irgendwohin mitnahm. Aber die Sicherheitskameras auf der ganzen Insel waren um 3 Uhr früh von Blumen und Laub bedeckt. Wo ist er? Sagen Sie es mir. Ich sage kein Wort, bis Sie genau das tun, was ich Ihnen sage. Ja. Ich versuch's einfach mal. Oh, oh. Wie leise er das jetzt macht, ne?
Schon krass. Er hat keine Chance, keine Chance. Ja, aber das hilft mir ja nicht. Das ist ja nicht der, den ich haben will. Ich will ja ihn da hinten haben, glaube ich zumindest. Aber wie kriege ich den überhaupt? Ich bin jetzt erstmal ganz woanders. Batman ist so gut wie tot. Ach, okay. Ja, jetzt bin ich wieder genau da, wo ich gestartet bin. Ich komme zu ihm da oben nicht hin, ne? Woher weiß ich denn, welcher die Dinger nochmal startet? Das ist doch der da oben einfach. Ich komme zu dem nicht hin. Doch, wenn ich vielleicht... Oh Gott. Von da unten? Ich versuche es jetzt einfach mal, den zu töten, oder? Dann wird das ja neu gestartet. Aber... Was? Das ist Batman! Lass sie fallen! Batman, ich weiß, du bist hier! Lass sie fallen, Jungs! Nein! Du hast den Mann gehört! Es geht bergab! Schüsse! Ein Kinderspiel! Ich hab dich wie eine Geige gespielt und dann die Saiten durchgeschnitten. Schlaf schön, Bats! Natürlich erneut versuchen. Helf mir! Hilfe! Holt mich heraus! Hör zu, die Fledermaus kommt. Wenn du sie siehst, schick die nervenden Ärzte zur Hölle. So heißt doch das Ding da unten, oder? Ja, mit denen geht's bergab. Gut, und denk dran, wenn du hörst, dass eine Manschette Alarm auslöst, ist Batman hier. Jokers Männer tragen alle Sicherheitsbänder. Ich muss zuerst den ausschalten, der sie bedient. Ah, so. Ja, keine Chance, keine Chance. Ach, das ist noch auf, das ist super. Entweder ist er das da oben jetzt. Rein logisch wäre er das. Oder es ist einer, der gar kein Halsband um hat. Aber ich glaube eher, dass das der da oben ist. Joker will, dass er gestoppt wird. Ich kümmere mich drum. Warum soll ich klettern, wenn es denn auch so einfach geht? Oh, wer hängt denn da? Mal gucken, Skelett raus. Ja, wie mache ich das? Wie mache ich das? Schade, dass ich jetzt hier nicht so rüber schwingen könnte. Das wäre zu einfach. Batman sollte sich besser nicht mit uns anlegen. Toll.
Oh, was ist das denn immer? Oh, du siehst mich nicht. Bitte sieh mich nicht. Wie komme ich denn an dem vorbei? Ich weiß nicht, wie das gehen soll, wie ich an dem vorbeikommen soll. Batman ist so gut wie tot. Der hat auch ein Halsband um. Ja, die haben alle ein Halsband um. Ich verstehe es nicht, wie ich das hinkriegen soll. Oh, Moment mal. Darüber und dann da rein vielleicht? Nee, da ist eine Leiter. Scheiße. Oh, fuck, ernsthaft? Da sieht mich der eine doch. Weiß ich doch jetzt schon. Aua, ich hätte was gestochen. Keine Chance, keine Chance. Ah, fuck. Auf. Sieht er mich jetzt hier? Okay, der sieht mich nicht. Ich warte, bis er weg ist. Und dann kletter ich schnell hoch. Ja. Ich hasse sowas. Bedrohung habe ich ausgeschaltet, aber die Geiseln sind immer noch in Gefahr. Du hast mein Puzzle gelöst, Bats. Schön für dich. Erinnerst du dich an meine Alarmsignale? Er ist hier, ihr Idiot. Verhindert, dass er zu mir kommt. Uhuhuhuhu. So, hier kann erstmal keiner was machen. Die stehen alle jetzt da. Jetzt kann ich mir ja ein nacheinander schnappen, ne? Was? Ich werde. Hallo. Das war knapp. Ich habe ihn verloren. Er hat was in die Luft getroffen und ist verschwunden. Scheiße. Er ist verschwunden. Oh Gott, er ist einfach verschwunden. Ja, nicht ganz, ne? Ich werde dich töten! Und der Letzte.
Joker wollte, dass der Eingang zur Titanproduktionsstätte bewacht wird. Ich sollte Harleys Spur folgen, sodass ich ihn finden kann. Moment, ich muss das hier noch. Wo ist Dr. Kellerman? Das haben wir ja schon gehört. Tut mir leid. Ich dachte, ich arbeite für Dr. Young. Ich wusste nicht, dass Joker dahinter steckt, bis er ins Labor platzte. Wo ist das Labor? Geht zurück. Ich komme immer durch. Es gibt eine versteckte Tür, aber naja, sie ist versteckt. Ich finde es. Bleib hier. Ich arbeite hier. Nein! Bringt es mich zu töten. Was war das denn? Ich wollte nicht Selbstmord begehen. Ich dachte, ich werde ohnmächtig. Ich vertrage keine Höhe. Nur so zur Info, ich wollte wirklich nicht Selbstmord begehen. Aber mein Gott, ey, was war das denn jetzt gerade? Jetzt müsste es ja hier lang sein, ne? Gibt ja sonst keinen anderen Weg mehr. Und das... Puppen. Okay. Aber hier ist es richtig, ne? Ja. Harley könnte bewegen, um die Titanproduktionsstätte zu zerstören. Titanproduktionsstätte. Aha. Hä? Ich bin verwirrt. Wieder einmal. So, hier sind ihre Fingerabdrücke. Ach ja, die folgten dann hier so entlang, genau. Bis dann zum Vogelhaus. Ja. Aber der Typ hat doch gerade gesagt, geh zurück. Ah. Ah, was? Das ist eigentlich mal eine versteckte Tür. Poison Ivy? Nee, Joker. Sieh mal, wer unser Geheimlabor entdeckt hat. Da du schon so weit gekommen bist, zeige ich dir, was ich gemixt habe. Raus.
mein Gott. Ein Upgrade. Mein Gott, komm doch. Hallo? Ja, das war ja die Dingens, ne? Wo soll ich denn jetzt hin? Hier habe ich alles besiegt. Ich kann hier auch nirgendwo anders hin, außer halt wieder raus. Oh Gott. Ach, jetzt hat er nicht rechtzeitig gedrückt, ey. Was war das denn jetzt? Das mit dem Gleiten, das habe ich immer noch nicht raus irgendwie. Weiß ich nicht. Ich glaube, ich bin zu blöd. Nee. Ich komme da irgendwie nicht raus. Oh. Nee, ich muss da irgendwie hin. Fragt mich mal wie, ey. Ich weiß es nicht. Jetzt komm, ey. Wie? Da kann doch jetzt nicht wahr sein, dass ich jetzt hier zerstöre die Titanbehälter. Oh. Ja, jetzt wüsste ich auch, warum das nicht ging. Oracle, ich habe die Titan-Produktionsstätte zerstört, aber Joker ist mit genug Titan entkommen, um uns Probleme zu bereiten. Genau, wenn man denkt, dass es nicht schlimmer kommen kann. Sie haben eine Venom-Pflanzenhybride benutzt, um den Titanstamm zu erschaffen. Die Pflanze ist der Schlüssel und es gibt nur einen auf Arkham Island, der mir helfen kann. Wieso denkst du, dass Ivy dir helfen wird? Wenn ihre Pflanzen in Gefahr sind, hört sie zu. Ich habe eine Probe ihrer Pheromonmerkmale gespeichert. Sie wird irgendwo im Garten sein. Ich finde sie. Ich brauche etwas, um über diese Schlucht zu kommen. Aha. Ja. Oh. Voll cool.
Jetzt kann ich Ivy finden. Voll cool. Aber ich muss Schluss machen, meine Lieben, und sage Tschüss, bis zum nächsten Mal.